Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu Teil 2 meiner ersten Eindrücke zu Die Sims 4 Vampire. Gestern haben wir uns den Creative Sim Mode angeschaut, heute sind der Baumodus und der Einrichtungsmodus dran. Und da ist tatsächlich einiges dazugekommen. Natürlich schauen wir uns hier als erstes mal gerade im Schnellverfahren die neuen Räume an. 7 Stück an der Zahl, darunter Esszimmer, Schlafzimmer, sogar ein kleiner Mini-Friedhof, ein hauseigener ist dabei. Sehr, sehr cool eingerichtet, finde ich. Und hier sehen wir auch schon so ein bisschen die neuen Sachen, die es gibt. Es gibt tatsächlich auch sehr, sehr viele neue Wandfarben, finde ich persönlich. Es gibt 8 verschiedene Muster mit jeder Menge unterschiedlicher Farben. Großteils eher gedecktere Töne, also eher dunklere Töne. Natürlich gibt es auch helle Tapeten und helle Wände, aber der Großteil sind dann doch eher so dunkle Grautöne, Bordeaux-Töne, so ein Aubergine, dunkle Lila-Töne. Das dominiert dann doch eher die Wandfarben. Was ich aber auch gar nicht schlimm finde. Ich finde es tatsächlich eigentlich sogar passend, denn ein Vampir, ja, man kann natürlich sagen, ein moderner Vampir lebt in einer modernen, hellen Wohnung und alles mit Glas, aber es ist halt nicht der klassische Vampir, den man sich so vorstellt. Und von daher finde ich die Wandfarben, die es neu gibt, sehr, sehr gut gewählt. Ähnlich sieht es bei den Böden aus. Auch da haben wir eher dunklere Farben. Wir haben ein paar gemusterte Teppiche. Da auch eher, wie gesagt, in lila Tönen, schwarz, dunkelblau. Auch sowas findet man da. Wir haben 7 verschiedene Böden aus unterschiedlichen Materialien. Stein, Teppiche, Holzböden. Also querbeet ist eigentlich alles dabei. Neue Zäune dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da findet man schwere, dunkle Eisenzäune, ein riesengroßes Eisentor. Das, was man wirklich sich so, ja, für so alte Herrenhausvillen vorstellt, wo vielleicht so ein alter, grantiger Vampir drin wohnt. Und es gibt auch neue Verzierungen fürs Dach. Erker und eine Art Werwolf, so scheint es mir zu sein. Und tatsächlich auch einiges Neues an Pflanzen. Aber nicht die Art von Pflanzen, wie man sie jetzt zum Beispiel aus Zeit für Freunde kennt. Da ist sehr, sehr viel mit Efeu. Das Vampir-Gameplay-Pack bringt da doch eher dornige Dekorationen. Und eher kargere, die aber auch sehr gut zu diesem Verwunschenen passt. Zu diesem klassischen Vampir-Aussehen, wie gesagt, wie man es sich halt vorstellt. Wie in guten alten Vampirfilmen. Neue Fenster und Türen gibt es auch. Es ist eine gelungene Mischung, finde ich, auch so ein bisschen verziert, mit so Zierleisten auf Holz drauf, ein bisschen verschnörkelt, aber auch so ein schwererer Stil aus Stein. Ich weiß nicht, es erinnert mich schon fast so an diesen gotischen Stil, muss ich sagen. Auch da haben wir eine schöne Mischung, die man sowohl im Haus als auch außer Haus sehr gut nutzen kann. Und da wird mit Sicherheit für jeden was dabei sein, der seinem Vampir ein tolles Zuhause schenken möchte. Ja, im Baumodus gibt es nicht nur Särge. Särge dürfen natürlich nicht fehlen für die Vampire. Es gibt auch ein ganz normales Doppelbett. Auch bei den Möbeln, muss ich sagen, dominieren die dunkleren Töne, Blautöne, Rottöne, Schwarz, Lila, eben auch wie bei den Wandfarben. Das spiegelt sich alles sehr gut im Mobiliar wieder, sodass man mit Sicherheit auch sehr gut aufeinander abgestimmte Räume erstellen kann. Ich finde die Farbauswahl sehr, sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist was ganz anderes, als man bislang immer so hatte. Viele der letzten Packs waren ja doch eher sehr bunt und sehr hell, sehr fröhlich. Hier macht sich wirklich so ein bisschen so eine, ja, dunklere, gruseligere Stimmung breit. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man die Objekte sehr gut kombinieren kann, wenn man zum Beispiel das Grusel-Accessoire-Pack hat. Da sind ja doch auch einige Objekte drin, die von den Farben und vom Stil her sehr gut mit diesen hier kombinierbar wären. Ja. Die darf nicht fehlen hier in der Vorstellung. Die Orgel, wo ich auch sehr, sehr gespannt bin. Zum ersten Mal in Sims gibt es eine Orgel. Mehr dazu werden wir uns definitiv morgen im Gameplay-Part anschauen. Das wollte ich sagen.
Auch diese Sachen hier mit den Spinnenweben, den Löchern in der Wand, Wasserflecken, Rissen. Auch das erinnert an das ein oder andere Objekt, was wir schon aus dem Grusel-Accessoire-Pack kennen. Wie gesagt, manche Sachen sind ähnlich. Kombinieren lässt es sich mit Sicherheit sehr, sehr gut. Wir haben natürlich auch noch verschiedene Vorhänge und Spiegel, verschiedene Deko-Objekte dürfen natürlich nicht fehlen. Und ganz besonders auffällig oder sehr, sehr cool finde ich es, dass wir hier die Möglichkeit haben, aus diesen drei Sockeln auszuwählen und dort verschiedene Statuen wie diesen Gargoyle oder diesen Engel draufzustellen. Das Ganze gibt es auch nochmal als Komplettpaket, dann aber nur mit drei verschiedenen, ja, Skulpturen, Statuen sehen wir hier nochmal. Mein persönlicher Favorit ist davon definitiv das kleine Zombie-Lama. Kann man Zombie-Lama sagen? Doch, ich denke, das kann man schon sagen. Ein Kamin. Ein Kamin, finde ich, ergänzt auch wunderbar das Mobiliar hier. Der hätte schon irgendwie so ein bisschen gefehlt. Denn sehr, sehr viel in diesem Pack auch mit Kerzen oder Kronleuchtern. Moderne Sachen sucht man hier tatsächlich vergeben. Also wer jetzt auf das ein oder andere Moderne hofft für den Neuzeit-Vampir, der wird hier nicht unbedingt fündig werden in diesem Pack. Finde ich persönlich aber überhaupt nicht schlimm. Denn da gab es ja schon in verschiedenen anderen Packs und im Grundspiel genug eigentlich zu dem Thema. Von daher finde ich sehr, sehr schön, dass hier mal ja komplett eigentlich aus den bisherigen Themen ausgebrochen wird. Gleich kommen wir auch noch zu meinem favorisierten Item, aber ganz kurz noch möchte ich jetzt Augenmerk auch auf diese Babywiege legen. Das finde ich auch sehr schön, dass da eine neue dazugekommen ist, denn ich finde, die anderen hätten tatsächlich nicht wirklich sehr gut zu diesem Einrichtungsstil gepasst. Von daher finde ich das super, dass auch daran gedacht wurde. Ja, und das hier ist mein persönlicher Liebling von den Deko-Objekten, diese putzige Stofffledermaus. Von drin jetzt nochmal zum Schluss nach draußen. Es gibt ein paar neue abgestorbene Bäume und Grabsteine, mit denen ihr euren Garten verzieren könnt. Vielleicht, um andere Sims abzuschrecken. Hier, guckt mal, so viele sind uns schon, haben wir hier schon ausgesaugt, um unseren Durst nach Blut zu stillen. Also ich persönlich muss wirklich sagen, mir gefällt das Pack sehr, sehr gut von den Möbeln. Es ist eine klare Linie im Stil der Objekte drin zu finden. Und ich finde, es passt eigentlich wirklich optimal zu diesem Vampir-Thema. Lässt sich aber bestimmt auch ganz gut mit anderen Wohnungen kombinieren. Gerade vielleicht auch so die Kücheneinrichtung oder auch so eine kleine oder so eine große Stoff-Vampir-Fledermaus. Oder wer stellt sich nicht mal eine Orgel in den Keller? Also ich meine... Auf jeden Fall wieder jede Menge Raum für kreative Ideen der Sims-Community. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von den Möbeln des neuen Gameplay-Packs Die Sims 4 Vampire? Ab heute Abend ist es für euch alle zugänglich. Wenn ihr es euch auch kaufen möchtet, im Origin Online-Shop kostet es 19,99 € und ich tippe doch sehr, sehr stark darauf, dass es so gegen 19 Uhr erhältlich sein wird, wie das eigentlich bei Gameplay und Accessoire-Packs meistens der Fall ist. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch heute Abend viel, viel Spaß beim Erkunden und Spielen und morgen sehen wir uns dann zum dritten und letzten Part meiner ersten Einblicke und zwar zum Gameplay-Part, worauf ich mich ganz besonders freue. Also dann, ihr Lieben, bis morgen und macht's gut!